Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fable 2. Das letzte Mal haben wir uns jetzt um die einzigen noch offenstehenden Quests gekümmert und sind jetzt eigentlich bereit, uns mal um den Helden der Stärke zu kümmern. Also kümmern wie auf unsere Seite ziehen und nicht kümmern wie um ihn kümmern, dass er tot ist. Und dafür müssen wir halt den Tempel betreten, weil die wollten ja, dass wir unser Ansehen etwas vergrößern. Ihr seid es. Meine Gebete wurden erhört. Ich weiß von eurem Erfolg in Rookridge. Ihr könntet uns eine große Hilfe sein. Kommt, gehen wir zusammen ein Stück. So, dann begleiten wir ihn wohl mal. Die Stände, wenn er denn die Tür findet. Ja, Marktschreier, halt's Maul. Die goldene Eichel wird mit dem heiligen Wasser aus dem Quell des Lichts genährt. Er befindet sich in einer naheliegenden Höhle, die sehr gefährlich sein soll. Laut unserem heiligen Text müssen zwei Mönche in diese Höhle. Der stärkste und einer, den der Abt wählt. Das betrifft mich unmittelbar, da unser stärkster Mönch meine eigene Tochter ist. Statt eines zweiten Mönchs schicke ich daher einen Beschützer für den ersten. Das seid ihr, wenn ihr wollt. Die Höhle liegt am Ende dieses Weges. So, und damit wissen wir dann mal, unser erster Held erwartet uns. Auch wenn er es noch nicht weiß. Ach, er wird schon, oh, beziehungsweise sie, weil er ja gesagt hat, dass der Mönch seine Tochter ist. Wobei es mich erstens wundert, da sie der einzige weibliche Mönch ist, den wir gesehen haben. Und zweitens, sie ist wahrscheinlich ein ziemliches Biest, wenn sie der stärkste Mönch ist, obwohl sie eine Frau ist. Weil die ganzen anderen Kerle erschienen mir jetzt nicht allzu schwächlich. Aber ihre Stimme, die wir gerade hören, ist jetzt nicht zu verachten. Beast confirmed. Unten am Fluss. Sirenen von Orgwale. Hinausschwimmen zur See. Unten am Fluss, Seelen treiben von weißen Balverinen unberührt. Unten am Fluss, schmiegt sich der so, genug Gesing sankt. Zeit, Dinge zu töten. Ach, ich wusste, mein trefflicher Gesang würde die Massen anlocken. Trefflich, ja. Sehr trefflich. Ihr begleitet mich also? Mein Vater sagte, ihr würdet kommen. Hey, hallo, mein Kleiner. Oh, ihr scheint ziemlich kräftig zu sein, nicht wahr? Mit euch werde ich mich in der Höhle viel besser fühlen. Ich bin Schwester Hannah. Manche Scherzkekse nennen mich auch einfach Hammer. Witzig. Aber ich kann es nicht ändern, denn Mönche geloben, niemals jemanden zu schlagen. Hatte mein Vater das erwähnt? Ja. Wenn es ums Kämpfen geht, müsst ihr das übernehmen. Wir suchen Helden, keine friedlichen Mönche. Wir müssen ihr einen Grund geben zu kämpfen. Ehrlich gesagt, beneide ich euch. Ihr dürft die spannende Arbeit erledigen, während ich schleppen muss wie ein Packesel. Seht doch nur, wie riesengroß. Gold, ja, das hat man mir schon öfters gesagt. So eine Eiche. Nach euch? So. Komm, nicht sehen, unterbrechen. So, das wollte ich.
Weil ganz ehrlich, die Klamotten, die wir da anhaben, gehen irgendwie gar nicht so klar. Das geht natürlich schon sehr viel eher. Und wie man sieht, sind wir leicht böse. Wir haben Hörner und viele rote Adern. Das liegt aber eher am Schwert und an den Opferungen. Aber mal sehen, was haben wir denn. Prekariatskluft für Herren. Sieht zwar nicht gut aus, aber besser als was wir vorher hatten. Ja, man sieht, unsere Augen sind schon grünlich. Also die ersten bösen Anzeichen. Aber egal, wir sind in Windeseile ja wieder auf der guten Seite. Das ist nicht so das Problem. Ich habe an sich das mit dem Tempel ja eh nur gemacht, weil ich halt, wie in jedem Run, alle Waffen haben will. Also alle legendären Waffen. Es ist doch wirklich erstaunlich. Hier war seit bestimmt 100 Jahren niemand mehr. Nun, jedenfalls keine Mönche. Vielleicht waren mal ein, zwei Abenteurer hier. Ich weiß aber nicht, ob sie lebendig rauskamen. Es wird viel trauriger, wenn sie zurückkommen. Dann haben wir nämlich ein Problem. Also lass mal nicht hoffen. Vorsicht, Hündchen. Es ist ziemlich steil hier. Schweigsam, ich rede doch die ganze Zeit. Weiß gar nicht, was du willst. Eine Gruselhöhle ist ein ungewöhnlicher Ort für eine heilige Quelle. Scheusal entdeckt. Besonders für einen pazifistischen Ort. Im Norden soll es sogar Klöster geben. Wir ziehen das Teil am besten schon mal, sonst haben wir gleich Spaß. Gut, dass wir die Gewalt gemeistert haben. Gut, das müsste die zentrale Kammer sein. Wow, sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. So, pack Esel rauf auf die Platte. Dann müssen wir anscheinend durch diese drei Türen, um das Wasser zu sammeln. Ora, wir haben Dinge zu tun, beeil dich. Um die Türen zu öffnen. Das ist die erste. Wir eilen schon mal voraus. Man weiß ja nicht, wie gefährlich das für sie ist. Und wie langsam sie ist. Komm schon, pack Esel. So. Was mich auch ein Stück weit stört, ist, dass alle paar Sekunden das Schwert wieder wegsteckt. Weil ja. Mit der Aufnahme ist echt gut, wie zeitversetzt der Schwung kommt. Perfekt. Wir müssen beide anpacken, damit das Wasser fließt. Zwei Platten und ein Schlüssel. Und der Schlüssel ist natürlich um einiges wichtiger. Für mich. So, runter da. Ich bleibe hier, um es einzusammeln. Du sollst das Wasser auffangen, nicht duschen. Und ihr müsst auf die andere. Und genug gebadet, komm schon. Ja, schon besser. Prima, da ist es. Oh ja, ich merke, dass das Ding zunehmend schwerer wird. Einfach fantastisch. Bis jetzt lief es ganz gut. So viel Wasser, wie da jetzt allein schon reinfließt, müsste der Krug bald schon voll sein. Komplett. Ich hoffe sehr. Und wir haben noch andere Kammern. Ich bin dann wahrscheinlich eh viel zu alt und fein raus. Ach, du bist jetzt doch schon alt. Das wird das Abenteuer meines Lebens gewesen sein. Wie ich einmal einen Krug durch eine Höhle trug. Wohl kaum ein Heldenepos, wie? Habt ihr etwas? Zumindest wirst du kein Bade. Hab ich mir wohl eingebildet. Weil dann bekommst du aufs Maul gehauen, weil deine Reime schlecht sind. So ähnlich wie der Kerl, den wir in Bowerstone getroffen haben. Ich red doch, ich weiß gar nicht, was du willst. Ich glaube, mehr Wasser bekommen wir hier wirklich nicht. Komm, auf geht's. Ist ja nicht so, als wärst du der einzige Held, den wir finden müssen. Und wie versprochen, hohle Männer. An die erinnern wir uns ja noch von vor 500 Jahren.
So, Jungens, kommt ran. Und die halten wirklich mal so gar nichts aus. Nicht, dass ich mich darüber beschweren würde. Andernfalls bräuchten wir ja eh ein Gewehr. Das Schwert ist halt schon leicht OP, aber... Oh, wie mich die Erkältung jetzt nervt. Die ganze Zeit. So. Da hinten sind wir aber gleich am Ort. Und rauf auf die nächste Platte. Also die hier, weil da sehen wir ja, dass die halb gefüllt ist. Was der Krug, den wir haben, sein sollte. So kenne ich sie gar nicht. Sie versuchen, das Wasser zu schwimmen. Ja, gut. Sie sind schon tot. Geh auf die Platte. Das war großartig. Sie hatten einfach keine Chance. Habt ihr schon gegen genau wie du. Es sah jedenfalls ich habe schon gegen alles gekämpft. Oder aber ihr lernt sehr schnell. Ich sehe, beweg du dich mal schneller auf die Platte. Noch hohle Männer. Hier sind wir wohl sicher. Wir sind niemals sicher. Und die nächste Platte. Und auf die nächste Platte. Und da sehen wir schon glühende Dinge, die uns sehr missfallen. Gut, hier ist die nächste. Ich stelle mich wieder an die Quelle, um das Wasser zu sammeln. Leider habe ich keine sonderlich gute Schusswaffe. Oh, fantastisch. Ich muss nur warten, bis es aufhört zu laufen. Hör doch mal auf zu labern. Haben, damit man ihn auch mal abstellen kann. Aber so würde er nur umkippen. Und was sollten wir dann tun? Oh nein, sie kommen! Und dein Mund könnte einen Reißverschluss gebrauchen, aber da wir keinen haben, müsste ich ihn zunähen. Mit einem meiner Bolzen. Ich habe immer genug Munition. Kannst du deine Schwester fragen? So. Die nächsten. Und du noch. Und noch ein hohler Mann beißt ins Gras. Sie labert. Und Hund, du könntest sie eigentlich mal fressen gehen und nicht einfach warten, dass Dinge passieren. So, komm her, meine Erfahrung. Ich brauche echt eine bessere Schusswaffe, muss ich mir dringend mal besorgen. Und da noch einer. Erfahrung her. Das Gute ist, dass es nicht sonderlich viel mehr als drei werden. So, einsammeln. Und wir sind ja schon bei 80%. Also ist das wahrscheinlich die letzte Welle. Vermute ich mal. Und sie hat keinen einzigen Treffer abbekommen. Oh, da ist ja noch eine Welle. Aber das Gute ist, dass mir das jetzt egal sein kann. Das ist oftmals der Zeitpunkt, an dem du die Kontrolle verlierst. Sei vorsichtig. Zeitpunkt und Kontrolle? Da schreit er nach Zeitkontrolle. Da bist du eigentlich auch voll dämlich, aber egal. Was komm, stell dich auf die Platte, Henna. Bereit für tote Dinge. Das war. Wo zur Hölle? Hey, zurück! Wer weiß, was auf der anderen Seite ist? Ob's ihm gut geht? Mhm.
Natürlich geht's ihm gut, es ist ja mein Hund. Okay, ich mache mir langsam wirklich Sorgen. Vor allem, warum kann ich nicht einfach da unten drunter durchklettern? Das ist kniehoch, offen. Und Hundi bringt was. Oh, wie süß. Hast du fein gemacht, Hundi. Ganz fein. Verhalte dich nicht, Knecht. Aber du bist ein guter Hund und hast angegriffen. Braver Hund. Reißt du hohen Männern die Köpfe ab? Bist du das? Bist du das, mein Kleiner? Ein toller Begriff. Komm schon, Tür auf. Ach, hier kann ich noch wo ganz anders abschlecken. So, ab rein da. Natürlich. Und die Jungs sind alle tot. Und Erfahrung, komm her. Ja, die sind alle tot. Und jetzt sind noch Tote. So. Ich hätte gedacht, dass da noch einer wäre. Die können ja einfach mal alle so nichts. So gar nichts. Ach, lauf nicht immer weg. Du brauchst gar nichts. Verprügel sie doch mit deinem Krug. Und kopfloser hohler Mann. Da hat uns Hundi wohl einen Gefallen getan. Ihr könnt uns doch hier rausholen, oder? Eigentlich sollte der gefährlicher sein, aber nee. Ich bin halt beeindruckend von Natur aus. Kann man nichts machen. Ja, das geh da hinten rauf. Wir müssten bald am Ende sein. Hoffentlich habe ich diesmal auch recht damit. Ich glaube, das da ist die letzte Platte. Fürsten des Lichts, segnet dieses Wasser, damit neues Leben daraus entsteht. Wir erwachen wie das neue Leben. Ja, dann klitscht der wieder irgendwo. Komm schon raus. Schwester Hannah. Bruder Robin, was ist los? Euer Vater. Einer von Luciens Schergen hält ihn als Geisel beim Tempel gefangen. Er ist bewaffnet. Ich muss Vater retten. Los, wir müssen zum Tempel. Einer von Luciens Scherben und ist beim Tempel. Schnapp ihn dir. Und an der Stelle mache ich aber auch gerade mal Schluss, denn wir sind eigentlich bei der Zeit und ich will da nicht, weil dann nachher noch was kommt. Also sehen wir uns das nächste Mal bei Let's Play Fable 2.